eine Folge nur so fortbewegen. Hey. Die Boxspring-Challenge. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen mal wieder eine Runde Heinzeit ans Battle Royale zusammen mit dem i4. Nirgendwo steht ein Auto, vielleicht steht dann ein Quad da. Ich schau grad bei den Containern. Ein Quad steht da. Komm zum Quad, zum Weißen Haus, dann fahren wir direkt zur Villa. Ich bin bei den Containern schon fast. Ja, dann komm zurück. Ich muss hier jetzt looten. Nein, musst du nicht. Hier war eine Shotgun, die musste ich mitnehmen. Hier ist noch eine Shotgun. Da war gerade ein Typ an dem Haus. Echt? Ja, der dachte auch, ja, das nehmen wir, das Haus. Und das Auto. Hier sind drei Shotguns. Ja, dann nimm mit. Brauchst du auch eine? Nimm einfach erstmal mit. Dann können wir immer noch sagen, wer was bekommt. So, go, go, go. Go, go, irgendwie Paul, mag ich die Ansicht beim Quad hinten in First Person. Irgendwie ist das cool, aber irgendwie auch komisch bestimmt. Ich sitze nicht so oft hinten irgendwie. Irgendwie fahre ich fast immer Auto. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo ich kein Auto gefahren bin, glaube ich. Ich hätte gerne einen Winchester hier in dem Spiel. Ja, ich hätte auch gern so viel. Das ist ein Raketenwerfer zum Beispiel. Da links läuft einer. Willst du den holen? Der hat nix. Links? Links von dir? Ja, jetzt hier gleich. Ich bin getroffen! Echt? Einmal habe ich ihn getroffen, ne? Ja, du darfst ihn gerne nochmal treffen. Nice, er ist tot. Juhu! Wie mies wir sind. Der hat so nix, einfach gar nix. Du, einer weniger. Ja. Wer weiß, wahrscheinlich sogar zwei, wenn sein Teammate lief jetzt, ne? Wer weiß, was er später alles gehabt hätte. Naja, wahrscheinlich war das der beste Spieler hier im Game. Mhm. Das war wahrscheinlich Summit oder so. Jetzt flamed, oh, i4 killed me. Visit him on YouTube. Reporten. Morgen bin ich wieder gebannt. Und sie wurden von Summit reported. Eieiei. Zwei sind zu Tode gefallen. Wollen, ja. Gelesen, ja. Ich werde morgen, glaube ich, mal um 8 Uhr aufstehen und meinen RAM einbauen. Mhm. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Aufstehen. Ja, weil du Medikamente Black nehmen Ops musst. Spielen. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich morgen zu Black Ops komme, weil ich muss eigentlich auch noch GTA mit Hero aufnehmen. Mal gucken, ob der überhaupt morgen Zeit hat. Ja, ich muss auch noch Sachen aufnehmen. Dadurch, dass ich jetzt so lange krank war, fehlt mir alles. Alles? Alles. Ich habe eigentlich nichts für nächste Woche. Außer 1 hat 1. Mhm. Also für morgen. Ja. Nice. Aber 1 hat 1 ist immer cool. Das wird nie langweilig. Ich weiß es nicht. Das ist ja, so ein das Spiel. Ist... Keine Ahnung. Hat auch jemand geschrieben letztens, gibt's da auch andere Maps? Meine ich, nee. Meint er, ja, das wird aber langweilig nur auf einer Map. Aber irgendwie habe ich so gar nicht das Gefühl. Mhm. Yeah. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir aussteigen. Wir steigen aus. Nimm mal hier mit. Von allen. Naja, mach du mal. Ach, du hast ja schon einen Rucksack, ne? Drei ja, Stück ja. Stehen, ne? Krass. Ich geh mal nach oben. Ja, ja. Nimm mal die beiden AKs, die hier liegen, ne? Okay. Oben steht auch noch Jeep und Quad. Hab ne Shotgun. Und ne AK. Nice. Und kann die Moon nehmen. Werfe ich dir eine Shotgun weg. Jetzt kann ich die Moon nehmen. Na? So, jetzt. Ach, schon wieder eine Shotgun. Hier das unten ist heute liegt nur noch eine Shotgun-Server. Im Keller. Ich lasse die erstmal liegen im Keller. Jo. Kannst du direkt holen quasi. Komm schon rauf, ja.
Kannst direkt Keller durchstarten. AK erstmal als erstes. Thanks. Ich habe hier so gefühlt 20 Granaten jetzt dabei. Noch eine Shotgun. Ich will eine AR. Ich habe keine AR. Hast du eine? Nö. Ich sage ja, das ist ein Shotgun-Server. Noch ein Molly. Noch eine. Müssten wir eigentlich noch zum Krankenhaus fahren. Noch eine Frag-Granate. Ah, ja. Stun-Granate brauche ich nicht. Ach, hier. Warst du schon drin oder was? Nee. Hier war noch keiner. Noch eine Granate. Noch eine Shotgun. Oh, Wahnsinn. Ach, der hat die AR. Ich nehme jetzt gar keine Shotgun mehr mit. Dann nehmen wir das. Zack. Zack. Ich habe jetzt 5 Frag-Granaten und 5 Mollys. Mhm. Das dürfte reichen, oder? Eine AR, eine AK. Was steht vorne noch so für Auto? Keins, okay. Wir nehmen den Jeep, der. Ich habe keinen Helm. Liegt da irgendwo ein Helm? Ich habe einen Stahlhelm. Kannst haben. Also ein übrig, oder was? Ja, ja. Oh, nice. Hinten in das Quad hast du noch nicht, oder? Nö. Nee. Get to the shopper. Bandagen noch 2 machen. Oh, die Safe Zone ist blöd. Ich hatte gehofft, das Krankenhaus safe ist. Leider nein, leider gar nicht. Ja, wir hatten Villenviertel, aber wir haben genug Sprit. Ja, du hast 3-mal oder so, ne? Ich habe 60 Shotgun-Munition. Und 3-mal Sprit, oder? Ja. Gut. Ja, ja, ja. Ich habe heute eine E-Mail bekommen, ich muss den TS mal wieder verlängern. Oh, mhm. Ich mach, glaube ich, mal, wenn ich streame. Aber das ist eh alles relativ günstig, also. Ja, ich meine 6 Euro, ne, zahlt man jetzt derzeit. Mhm. Für die paar Slots ist schon nicht wenig. Und dafür, dass der Server ab und zu laggt, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich da nicht einen anderen Anbieter finde. Also ich bin gewechselt damals von Nitrado auf G-Portal. Mhm. Oh. Wir haben eben diese Voice Cloud. Da kannst du, nimmst du einfach eine Anzahl an Slots. Ich habe jetzt zum Beispiel 36 Slots und zahle so viel wie früher bei Nitrado für 20. Okay. Also es ist schon wesentlich günstiger und du hast quasi eine Voice Cloud. Das heißt, du kaufst Slots und mit diesen Slots kannst du so viele TS machen, wie du willst. Okay. Die sich halt ausgehen. Also ich habe 36 habe ich mir gekauft, 16 sind für mich und 20 halt für meine Freundin, für ihre Gilde. Ah, okay. Und so hast du quasi 2 TS. Ja. Und das ist recht cool, dass es sowas gibt. Und die haben halt auch so eine, keine Ahnung, doppelte DDoS-Protection und so weiter, weil ich bin deswegen gewechselt bei Nitrado, war eine Zeit lang auf gewissen Servern eine DDoS-Attacke. Ah, das war genau dein Server, ne? Boah, das war echt nervig. Über 2-3 Wochen und ich meine, er läuft eh noch immer, aber ich habe ihn reduziert auf 4 Slots. Okay. Lass ihn nur noch so nostalgisch laufen, falls ich irgendwie, keine Ahnung, falls es irgendwie Leute gibt, die ihn nur den kennen und so weiter. Weil ich ja früher viel DayZ gezockt habe und da sehr viele Leute kennen, die den TS nur noch kennen. Ja. Aber, ja. Ich muss sagen, so dort, wo ich jetzt bin, ist ganz okay. Aber Nitrado ist auch gut. Es kommt halt immer drauf an, auf welchen Server du da landest. Ja, der leckt halt so gefühlt einmal am Tag, ne? Mhm. Das ist ja, halt ja. So kacke, ein bisschen. Deswegen war ich auch schon am Überlegen, ob ich nicht wen anders finde. Und kannst du halt auch zahlen, so prepaid. Vielleicht mache ich auch einfach, sag ich, ich packe euren Link in meine Videobeschreibung, ihr gebt mir den kostenlos. Ja, ein Gesponsorter ist natürlich cool. Da kommt halt drauf an, von wem, ne? Es gibt halt diese Gesponserten von irgendwelchen, keine Ahnung, 12-jährigen Webhostern, wo ich mir dann manchmal denke, so, okay, ihr dürft das gar nicht, habt ihr schon mal Lizenzen gelesen und so, ne? Ja. Weil da ist ja dann das Problem, ich habe jetzt nichts gegen kostenlose Server von irgendwem, ne? Aber da hast du dann das Problem, wenn TeamSpeak das rausfindet, irgendwie, dann ist der Server down.
Und ich hatte das schon mal, dass so ein Server down war. Und das war halt dann kacke, ne? Weil... Ich meine, im Grunde kannst du auch selber einen hosten auf deinem PC, aber dann muss halt nicht mal laufen. Ja, ich meine, mein PC ist eh immer an, aber... Dann hat man mal Ping-Schwankungen, was weiß ich. Ja, weiß ja, nicht. Das ist... Ist halt auch ein bisschen Auslastung wieder für den PC, ne? Zwar nicht viel, so ein TS, aber... Muss ja nicht sein, zusätzlich. Außerdem hat dann jeder deine Home-IP und du hast offene Ports, dann zumindest den Port ist, der Port ist offen. Mhm. Das ist vielleicht auch nicht so ideal. Tank mal einmal. Jo. Gut, 69%. Die. Ich soll dich übrigens von Leo LP grüßen. Jo. Dankeschön. Bitteschön. Er hat das mit dir geschrieben, oder was? Er hat mir vorhin in Steam geschrieben. Grüße, Alfie. Wohin fahren wir überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Villenviertel oder was? Ja, würde ich mal sagen. Wobei ich sicher glaube, dass dort jemand ist. Ja, wird doch so sein wahrscheinlich. Aber wir haben ja jeder eine Waffe, ne? Wir könnten auch direkt bei DeSoto. Unter DeSoto beim Berg ist auch noch ein bisschen was frei. Wo ist denn DeSoto? Ach da. War gerade echt kurz am überlegen, wo war noch die Waffe? Ah. Das sieht hier nicht nach normalem Aufbau aus. Ist gelootet, oder? Sachen drin, da fehlt alles, ja. Okay. Da hat da Waffen drinnen gewesen, da hat er so Magnum und... Okay. Was haben die hier gemacht? Das war überhaupt bescheuert. Was haben die hier gemacht? Ich glaube, die haben zu viel Just Survive gespielt. Und haben alles mitgenommen, oder was? Ja. Vielleicht sind wir gerade auf dem Just Survive Server, so nebenbei, weißt du, dass man quasi auf beiden Servern gleichzeitig ist. Ja, voll. Und die, die Survival spielen, wundern sich dann so. Schon wieder gekillt worden. Wie viele Leute sind denn hier auf den Server? Links steht kein Jeep. Rechts sieht's auch nicht so aus. Auch nicht, nein. Nee. Das war knapp mit dem Mast, weil ich nach rechts geguckt habe. Da war jemand. Ja, in der Werkstatt. Bin nicht getroffen. Ich auch nicht. Unser Auto ist auch noch schön heil eigentlich. 91 ist okay. Ja, das geht. Und jetzt U-Turn und alle ab. Ja. Eieiei. Die haben uns keinen Schaden zugefügt, also nicht so wirklich. 9% halt, ne? Ja. Die hätten wir früher oder später auch irgendwie durch den Stein bekommen oder so. Hier steht kein Quartz. Hab ich eigentlich mit gerechnet, deswegen wollte ich kurz gucken! Boah! 7%. Das war mal eine Senke. Auf einmal ging's da runter, ich hab damit gar nicht gerechnet. Nee. So oft fährt man da ja doch nicht lang. Hier ist noch zu. Umsteigen. Zack, haben wir wobei wieder 100%. Wobei hier die Tür offen ist. Oh, die Tür ist doch offen. Hier sind auch Sparkplugs drin, ist okay. Aber die haben wir ja. Ja, ich habe auch 3 Stück. Sparkplugs haben wir ja im Angebot. 2 zum Preis von einem, habe ich da mal gelesen. Und da dachte ich, muss man zuschlagen. Außerdem haben wir jetzt wieder 100%. Da steht ein Pickup, okay. Ja, sehr gefährlich hier unten. Sehr viel los irgendwie. Ja, irgendwie. Hier. Ich würde mich gar nicht so trauen, hier zu dem Polizeiauto zu gehen. Naja, hier so steht auch der Pickup so komisch. Ah, man weiß auch nie. Ist da jetzt noch jemand? Ist da keiner mehr? Ich würde mal hier rechts rauf. Oh. Und dann so mit Blick Richtung Straße oder so. Da vorne an dem Baum. Aufpassen, dass man eher so auf der F. F9 ist eigentlich okay. Ja, F9 ist voll okay. F9 ist komplett safe.
Okay, passt. Das Auto wird rutschen. Okay, wir können hier gleich wieder weiter. Wohin? Ja, oh, okay, Richtung Berg. Help. Überleben wir das? Moment, ja. Fuck. Ich trau mich nicht. Ah, das geht schon. Das geht schon. Ah, ja, bitte. 1% hat's gekostet. Verstehst du, 1%? Der hat vielleicht nur einen Kratzer. Das mach mal mit einem echten Auto. Echter Auto wäre da direkt total schaden wahrscheinlich. Ja. Ist aber, das fehlt noch. Die brauchen, wenn sie schon einen Jeep haben, einen Land Rover Defender. Mit Seilwinde. Eigentlich brauchen die auch einen Ferrari. Einfach damit zum Ferrari gehen. So schön mit 330 Sachen hier lang cruisen. So, zack, einmal schnipsen, ist man auf einmal in Pleasant. So First Aid Kit nehmen, noch komplett Cranberry looten. Obwohl es im Gas ist. Nochmal durchs Wasser. Weil wir nicht einen Meter weiter fahren können. Ja. Pleasant ist ja noch teilweise safe. Oh, Gas hat zugeschlagen. Doppelt sogar. Doppelt gemoppelt hält besser, haben die sich gedacht. Dann nehmen wir gleich mal zwei zum Preis von einem. Im super-duper Sparmenü. Das Auto einfach so da hochkommt. Easy. Bist noch nie auf dem Mount Everest mit deinem Auto gefahren? Und Gas hat schon wieder zugeschlagen. Ich wollte aber eigentlich darüber. Richtung Radio Station. Radio Gas. Es wird wieder ein Video, wo YouTube meint, ihr Bild ist verwackelt. Warum nur? Ist bei jedem Mindset ein Video von mir so. Und auch bei jedem GTA. Außer ich klick's weg, dann steht's da nicht mehr im Videomanager. Da fährt ein Polizeiauto oben. Wo? Ach da. Gleich nicht mehr. Ist der stehen geblieben? Der ist stehen geblieben. Ausgestiegen. Oh, der schießt auf uns. Beide schießen auf uns. Jump! Fuck! Jawohl! Nein, der Baum! Oh. Oh, wie geil! Easy. War ja, was? Passt. Safe sind wir. Safe sind wir, ne? Hab nichts gesehen, oder? Dachte mir, wenn du so ein bisschen so rumschreist, hast du irgendwas gesehen oder so einen Gegner, aber. Wir sind schon so kleine Mem, ne? Anstatt wir einfach uns den Fight liefern. Wir einfach voll in die Baumkrone hinein. Wir sind auch mega gegen den Baum geknallt am Ende da. Ich will jetzt so. Links vom Berg da quasi. Ich weiß noch nicht, ob sich das nach unten oder oben zieht. Ich glaube, dass es oben bleibt. Okay, bleibt oben, ja. Naja, dann sollten wir das Auto hier langsam mal stehen lassen, oder? 56%. Ja. Moment. Ich verabschiede mich gebührend von dem Auto. Krass, wie das brennt, wie geil das aussieht. Okay, genug. Der Airdrop kommt da ganz hinten. Ja. Aber wir sind schlauer als der Airdrop.
Warum muss der Airdrop schlau sein? Ja. Ich hatte gerade einen Lag. Echt? Woran lagst du denn? Am Eis. Am Eis. Oh, heute kam wieder zweimal der Eismann und ich bin nicht einmal hingegangen. Morgen gehe ich, glaube ich. Für morgen nehme ich mir vor, zum Eismann zu gehen. Ist das eine Sache oder ist das eine Sache? Swagger ist tot. Jetzt haben wir keinen Swag mehr in der Runde. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Ja. Manchmal denke ich echt, was für Drogen nimmst du? Und dann weiß ich, du bist auf wie viel Gramm... Das ist Money Boy. Wie viel Milligramm Antibiotika hast du gerade in dem? Original Money Boy. Ja, ist schlimm genug. K1 ist viel besser, weil ja, ich habe Style und das Geld. Tun. Ich habe all das, was den Frauen so gefällt. Weil du weißt ja, du studierst Mathe, ich studiere Bitches, ne? Mhm. Und du studierst Jura? Verpiss dich, du Schwule. Horst Manuel. Horst Manuel. Der gute Horst. Ich kannte mal einen Horst. Der ist tot. Ich kenne immer nur den Waiting for Horst. Ne, mein Großonkel hieß Horst. Der hatte eine Graupapageienzucht. Genau, Horst Schlemmer. Horst Schlemmer, ja. Der gute alte Horst die Schlemmer. Ja, 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 15 noch. Environment hat wieder zugeschlagen. Wir rennen hier eigentlich blind irgendwo herum und warten einfach nur. Ja, ja, auf schönes Erste. Wetter. Dann sind wir Erste. Wo bist du jetzt überhaupt hin? Ah, hinter mir. Ja. Bock sprengen. Hey. Jetzt bist du dran. Hey. Hi. Du bist mal... Hey. Und jetzt geht's weiter. Einfach so nach vor. Eine hey. Folge nur so fortbewegen. Hey. Die Bockspring-Challenge. Oh, das war eng. Elf nur noch. Guck mal, die quitten schon, weil die denken, oh, das machen die da. Achso, so. Was, genug? Genug mit dem Blödsinn. Jetzt schaue ich mal mit dem Fernglas da drüber. Okay. Ich sehe eine Kirche. Welche Taste war das? Mhm. Warte, ich muss mit dem Fernglas das angucken. Oh ja. So, wo müssen wir denn hin? Hauptsache, neben uns ist ein Airdrop. Ja, wir sind eh safe. Echt? Ja. Oh. Und? Hier direkt neben uns. Oh. Ah, hier. Oh. Und sogar einen Rucksack. Ja, hat er da hingelegt. Und sogar ein Ghillie-Suit hat er uns drin gelassen. Oh, wie nett. Dankeschön. Brauchst du irgendwas da draußen? Also. Die ist gerade. Ja, wie cool. Netter Dude auf jeden Fall, der mir hier den Ghillie-Suit drin gelassen hat. Hauptsache, wir machen hier Bockspringen und neben uns ist ein fucking Airdrop. Ja. Dann werde ich jetzt einmal meine Dings sind kennen. Wir überhaupt safe? E7? Ja, ja. Könnte sein, ja. Wir sind safe. Wir sind safe. Mir aber auch eine Camo-Hose an, falls ich eine hab. Eieiei. Ich zerreiß mal den Rucksack hier und so. Ach, du hast den anderen schon zerrissen? Ah, Military Scrubs. Das ist cool, das passt doch dazu. Ach, das ist das, was wir geholt haben auf dem Server. Ja. Zehn! Ja, sag's ja. Einfach nur Blödsinn machen. Wir gewinnen. Ah, ja, ja. Psst.
cool, wenn man klettern könnte. Also den Baum hoch, so den Baum am Arm und dann zack. Wow. Oh, du warst eh auf mir oben. Ach, ich war auf dir? Ich dachte gerade, wie habe ich das jetzt hinbekommen? Nee. Für einen kurzen Moment habe ich geglaubt, ich kann klettern. Mit so Schuhen, die vorne so... Spikes, ja. Ja. So Schuhe wollte ich früher immer haben. Einer hatte die, der bei uns immer beim Sportfest mitgelaufen ist. Der hatte dann so Spikes da drin, damit er auf der Laufbahn nicht ausrutscht oder so. Ja. Und ich wollte früher immer die Schuhe mit Rollen drunter haben, wo man dann so... Die sind cool, die gibt's aber nach wie vor. Ja, aber glaube ich nicht in meiner Größe, oder? Bis welcher Größe gibt's die? Ich kaufe mir die. Keine Ahnung. Ich habe auch jetzt bei uns in der Stadt gibt's so einen Laden, da kann man sich seine Chucks selbst designen. Hm? Und ich habe schon überlegt, ob ich mir so Fresh Fries Chucks mache. Kostet halt 130 Euro, ne? Aber wäre schon geil, so. Eigene Schuhkollektion quasi. Und ich habe auch einen Kontakt dahin, Singe. Mhm. Weil eine Bekannte ist Radioreporterin und die war da. Vielleicht kann die ja was klären. Die hat die da auch kostenlos bekommen für ihr Radio. Das ist gut. Eieiei. 9 Leute noch mit uns. Sind die alle? 8 noch. Ja, schwierig. Wir müssen gar nichts machen. Wir hätten uns doch Schuss. Eine Machete oder so suchen müssen. Schön den Baum fällen hier. Oh, wir sind fast safe. Komm, wir gehen mal ein Stück da in die Richtung. Dann sind wir, glaube ich, safe. Also ich weiß halt nicht, ob wir hier safe sind. Deswegen gehen wir mal ein Stück. Kostet ja nichts, ne? E7D8. Okay. Molly! Da war der Molly im Spiel. Ja, 7 nur noch. Das geht ja. Ah, wird immer weniger. Die regeln das schon. Ich vertraue auf die. Dass sie sich gegenseitig umbringen. Am besten so alle, damit wir gar nichts machen müssten. Herrliche. 60 seconds remaining. Ja, das Spiel. 60 Sekunden noch. Ich finde es voll spannend. Müssen auf die. Echt? Dann laufen wir D7. Mal ein bisschen westlich. Ah, sind wir schon D7, D8. Ah, jetzt sind wir D7. Na, ah, dann sind wir aber noch nicht ganz safe, glaube ich. Wir müssen noch ein Stück, oder? Wo bist du? Hier hinter dir. Ah, hier. Wir sollten noch ein Stück reinlaufen, auf jeden Fall. Weil die untere Kante da ist nicht ganz safe. Ja. Ich weiß nicht, wo genau wir sind. Hui. Bisschen sliden dürfen wir auch noch. Ach, du bist auf einmal vor mir. Ich dachte, was ist denn da? Kommt der? Irgendwo rechts von uns. Wo kommt der? Hoffe ich. Wo bist du überhaupt jetzt? Ach, da unten. Ich bin hier ein bisschen weiter oben. Nörden. Ah, okay. Oben, ja. Wo kam der jetzt? Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, weiter unten. Okay, das passt. Hier ist halt relativ offene Fläche, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ach, da habe ich ihn jetzt gesehen. Komm, wir warten erstmal, ob das Gas kommt. Wo bist du überhaupt jetzt hin? Ich bin ein bisschen weiter vorgelaufen schon. Siehst du mich? Ah, da. Nämlich 3 Bäume, die sind... Alle 3 zusammen.
Bockspringen. E7 rechts oben. Okay, gehen wir nach Nordosten, oder? Hm? Nie ohne Seife waschen, ja. Mal so ein bisschen nach unten gucken, ob da nicht jemand kommt. Ist die Radio Station noch safe? Keine Ahnung. Nö, nö. Müsste jetzt hier schon das Gas kommen. Na, hier unten ist es gleich. Fuck, ich rutsch richtig runter. Boah, noch weiter, was ist denn hier los? Da hinten läuft einer, fuck! Siehst du den? Ja. Was machen wir mit dem? Einer, oder? Ja, sieht so aus. Wollen wir den holen? Können wir machen. Der ist da am Baum. Pass auf, der sieht dich. Den. Bin tot. Fuck. Aber das schaffst du. Er hat nur noch 6 Health. Der stirbt. Nein, er holt mich! Ah, oh, verdammt! Das gibt es nicht. Er hat 0 Health, der ist gestorben. Der ist auch tot. Oh. Freunde. Das ist Ärgel, ja? Man sollte nicht blödeln. Das lernen wir daraus, Freunde. Man sollte nicht rumblödeln. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Bis dahin, haut rein. Ciao! Ciao.